Hallo, herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Das hier ist eine ganz spontane Aktion von mir. Ich bekomme gleich Besuch von einer lieben Abonnentin, die macht hier an der Mosel Urlaub und hat mich gefragt, ob man mich kennenlernen dürfte. Klar, kommt alle, nur macht Termine mit mir. Ich bin ja ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Und ja. Ich hätte ja niemals gedacht, dass ich, als ich diese spontane Idee hatte, obwohl ich ja so kamerascheu bin, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, wo man mich einfach national sehen kann, dass daraus wirklich was wird und ich das so durchziehe. Und ich habe so viel Freude und Spaß an diesem Kanal. Und ihr begleitet mich teilweise von Anfang an und seid dabei und immer so treu und eure Kommentare und eure Ermutigung. Nochmal danke, danke, danke. Ich werde bestimmt weitermachen. Ja, und während dieser Dreharbeiten ist es natürlich so, dass einem ständig irgendwelche Bloopers passieren, ne? Dass man Sachen ausspricht, die man eigentlich gar nicht sagen will oder dass man sich total verhaspelt. Und ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass es keine Probleme gibt. Es gibt nur Herausforderungen und die versuche ich immer mit Humor zu tragen, zu ertragen und so auch mich, wenn ich halt mal daneben liege. Und ich habe euch hier etwas Kleines zusammengestellt. Ich hoffe, es amüsiert euch, so wie es mich beim Schneiden des Videos amüsiert hat. Ich habe mich echt weggeschossen vorgestern Abend, gell? Auf jeden Fall guckt es euch mal an und anschließend sage ich euch, was es diesmal zu gewinnen gibt. Und herzlich willkommen. Fängt das schon wieder an. Okay, nochmal. ja, ich habe noch eine Idee. Nee, das ist wieder doof. Hallo und guten Abend, Claudias. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie ich heiße. Ja, es ist Mittwoch und ab jetzt bis. Nein, nein, nein! Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Jetzt wird's wieder weihnachtlich. Fängt ja schon gut an. Okay, nochmal. Jetzt geht die Spülmaschine an. Weil heute bin ich mit der Zeit ein bisschen knapp dran. Wollte aber trotzdem da habt ihr es ruckzuck selbst gemacht und ich zeige euch, wie es geht. Und im Anschluss kommt dazu M, immer M. Wieso sage ich immer M? Ach, das ist mal wieder was für ein Outtake. Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute gibt es wieder was fürs Frühstück und zwar einen Aufstrich, einen Makrelenfrischkäse. Und zwar handelt es sich dabei um einen Fischaufstrich, Makrelen, Fisch, Frischkäse, Aufstrich. Ist das ein Wort? Oder ihr bestreicht es? Oh nein. So, meine Fenster sind alle im Haus. Nö. Was soll es auch sonst sein als Maus? Ne? Was ist das? Nochmal. In der Zwischenzeit nehmt ihr eure Hähnchenschenkel, wascht sie, trocknet sie, tupfen, trocknet sie, tupfen. Hallo und herzlich willkommen. So, nochmal. Sonnige Grüße aus Hetzerath wünsche ich euch. Nee. Ich mache mit euch wieder ein Kochrezept heute. Und zwar Hackbleichfältchen. Hackbleichfältchen.
Gibt's doch nicht. Oh Mann. Nochmal. Die Osterzeit ist vorbei und ich hab's. Ich hab's überstanden. Jetzt habe ich endlich wieder kochen und verpatze die erste Einleitung. Okay, nochmal. Und das floppt, sag ich euch, floppt. Ich rede einen Stuss. Pah! Nochmal. Ja. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr. Unheimlich lecker, den müsst ihr ausprobieren. Ja. Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Ich musste gerade überlegen, wie ich heiße. Fängt ja schon gut an. Heute ist familiäres Wunschkonzert angesagt und zwar steht es schon hinter mir. Es handelt sich um einen Snack, der aber beim Grillen auf jeden Fall zum Naja. Mal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an den Clips, wie ich es hatte. Ich habe mich ja weggeschossen, ne? Also ich kann hier gut über mich selber lachen. Jetzt aber zum Gewinnspiel. Was gibt es zu gewinnen? Ihr kennt es ja, ihr habt gekocht, Kartoffeln oder Nudeln und dann müsst ihr sie abgießen. Dann gießt ihr es ab in ein Sieb oder so, dann muss das wieder gespült werden. Geht auch einfacher. Und zwar gibt es ein Gadget, ne? Hat hier, seht ihr, viele kleine Löcher drin. Und das könnt ihr einfach hier einhaken. Da sieht man es. Kann man einfach einhaken. Merkt ihr schon. So. Dann haltet ihr mit dem Daumen hier oben drauf und dann könnt ihr einfach abgießen. Das ist eine Abgießhilfe und die ist so genial. Die müsst ihr einfach haben. Deswegen, damit ihr sie nicht kaufen müsst, macht mit beim Gewinnspiel. Und was ich von euch wissen möchte, ist Folgendes. Der 12. September 2020. Was war das für ein Wochentag? Weil da ist das erste Mal, wo ich online gegangen bin. Ja, das Video gibt es allerdings heute nicht mehr. Rausgeholt, weil die ersten zwei Videos, ich war so stocksteif, gell, dass ich mir das selber nicht mehr ansehen konnte. Habe ich rausgeholt, ich werde die zwei neu verfilmen. Ja, auf jeden Fall bin ich am 12. September online gegangen. Was war das für ein Wochentag? Die Antwort schreibt ihr unten drunter, schreibt den Ort dazu, woher ihr kommt. Und der Zufallsgenerator von YouTube wird den Gewinner dann ermitteln. Und zwar werde ich die Verlosung vornehmen am Donnerstag um 12 Uhr mittags. Das Ganze werde ich dann hier reinschreiben in die Kommentare, in Facebook reinschreiben und euch dann halt dementsprechend Bescheid geben. So, das war's schon. Das ist jetzt wieder dieser Moment, ne?